Disney Vaiana zeigt die pazifischen Inseln auf eine fantastische Art und Weise. Es ist beeindruckend, wie tief Vaiana in der polynesischen Kultur verwurzelt ist. Wir wussten, wie wichtig es war, diese Orte zu besuchen. Also reisten wir auf die pazifischen Inseln, um mit Experten zu sprechen. Es ist beeindruckend, wie Disney mit den Menschen auf den verschiedenen Inseln zusammenarbeitete, um diese Geschichte erzählen zu können. Wir waren auf Tahiti, Moorea, Samoa und den Fidschi-Inseln, um die Traditionen verstehen zu können, die die Inseln und die Menschen dort prägen. Wir erzählten die Geschichten unserer Vorfahren, die besten Seeleute, die die Welt je gesehen hat. Die Polynesier waren ein Seefahrervolk. Verfolgt man ihre gefahrenen Strecken auf dem Pazifik zurück, sieht man, wie riesig das Gebiet war, das sie bereisen konnten. Wir waren auf Fidschi, wo uns Mata, ein Archäologe, die Boote zeigte, mit denen sie den Pazifik durchquerten. Wir durften sogar mit Angel, einem fidschianischen Seefahrer, mitsegeln. Wir haben sehr viel Respekt vor der Natur. Und die Natur beginnt mit dem Ozean. Es ist der Ozean, der uns das Land schenkt. Vergiss niemals, dass es den Ozean immer geben wird. Wir lernten, wie wichtig der Ozean ist. Daraus entstand die Idee, dem Ozean eine eigene Rolle im Film zu geben. Die Filmemacher haben sich in diese Beziehung zum Meer verliebt und in dieses unglaubliche Erbe der Navigation. Beim Schreiben der Filmmusik mit Opetaia und Mark Mancina inspirierte uns die musikalische Vielfalt der pazifischen Inseln. Sie macht den Soundtrack so großartig. Das Team hat sagenhafte Arbeit geleistet. Gemeinsam mit Menschen des gesamten Pazifikraums haben sie sich diese fantastische Geschichte einfallen lassen. Es ist umwerfend. Ich liebe es, dass unsere Geschichte gefeiert wird, unsere Bräuche und Sitten gezeigt werden. Als Hawaiianerin bin ich so stolz, bei diesem Film dabei zu sein. Das ist die Möglichkeit, meine Kultur der Welt nahe zu bringen. Der Film ist wirklich etwas Besonderes.